Bitte, Walker, bitte. Mané, Mané, Koulibaly! Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu unseren Foot Champions Rewards. Ja, Leute, ihr habt gesehen, es ist ein neues Team of the Week rausgekommen, aber kein aktuelles, sondern eins, was schon ziemlich alt ist. Und zwar Team of the Week Moments. Was sagst du zu den Karten, Stefan? Wie findest du das Design? Das Design an sich finde ich ziemlich cool. Ich finde auch gut, dass EA sich da schnellstmöglich was einfallen lassen hat. Und ja, ich finde, ehrlich gesagt, das Einzige, was mich gerade stört, ist, dass die keine bewegbaren Bilder haben, beziehungsweise keine Emotions im Gesicht. Also, die haben ein Standardbild. Das wäre schon nice, wenn man das vielleicht noch ändern könnte. Aber es ist halt ein Team der Woche aus FIFA 19, glaube ich. Und ja, wir haben die eine oder andere gute Karte dabei, den Walker, der ist ein bisschen. Guck mal, so ein Bale ist auch 400.000 wert, Alter, weil der MS ist krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die zwei sind das wert. Vielleicht hätten die es auch so machen können, dass zu dem Zeitpunkt die davon ein Foto nehmen, aber dann halt ohne Trikot oder mit einem normalen Shirt oder sowas. So. Weil die dürfen ja nicht, wenn zum Beispiel ein Hames bei Bayern war, dürfen die ja nicht jetzt mit Bayern-Trikot da drauf machen. Ne? Deshalb hätten wir vielleicht sich was einfallen lassen können. Aber was machen hier die Bronzespieler? Glatze, Lahne, Cervolini? Was ist das denn? Ich dachte, das... Hä? Bruder, ich save sich das gleich in meinem Dreier-Set, Alter. Was ist das denn? Nice. Ja, Freunde, und wir wollten halt ganz kurz noch mal was sagen. Und zwar dieses Team of the Week Moments entsteht ja dadurch, dass es momentan keinen Fußball gibt aufgrund der ganzen Corona-Geschichte. Und wir wollten euch nochmal sagen, Leute, bleibt auf jeden Fall zu Hause, denn die meisten von euch haben frei, es ist keine Schule und deswegen, das hat ja einen Grund, dass ihr nicht in der Schule seid, weil sonst könnt ihr euch da am einfachsten anstecken, weil ihr da mit so vielen Leuten seid und deswegen seid ihr ja gerade zu Hause und vom Unterricht befreit, damit das nicht passiert, damit ihr euch nicht dann nochmal draußen mit, keine Ahnung, 5 Leuten trefft im Fußballspiel. Ich sehe das teilweise bei mir, die sind da alle draußen und deswegen bleibt auf jeden Fall zu Hause. Haltet Mindestabstand, also keine sexuellen Handlungen vornehmen. Und das war das Wort zum Sonntag. Ja, auf jeden Fall, Leute. Sehe ich genauso. Das ist wichtig. Die Lage wird immer ernster und ernster. Deshalb müsst ihr das Ganze ernst nehmen. Ganz wichtig. Das hat jetzt absolut Sinn gemacht, ja? Ja, Mann. Der Satz war gut, oder? Ja. Scheiße, es ist früh am Morgen, Alter. Deshalb. Nice. Ja, Wetter ist zwar geil, ne? Man kann verstehen, die meisten wollen raus, aber Corona-Ferien nennt man auch Zockerferien. Zockt zu Hause mit euren Freunden online oder schaut euch Serien an oder was weiß ich was, Leute. Aber versucht so wenig wie möglich rauszugehen, auch an eure Mitmenschen zu denken, an die Älteren vor allem, die schon Vorerkrankungen haben. Und wenn ihr die dann ansteckt, das ist dann nicht so geil. Und deshalb, Leute, stay at home. Ganz wichtig. Und ja, wir können dann mal anfangen mit unseren Foot Champions Rewards. Aber erstmal kommen wir zu Rivals, ne? Ich wollte gerade sagen. Also ja, shit. Ich bin ja jetzt, Leute, mittlerweile in Division 7 angelangt, weil wir United ja aufnehmen müssen. Aber da gibt's jetzt kommen deine Skills zum Vorschein. Oha, hier gibt's ja auch trotzdem 50k-Packs. Was ist das denn? Als ob? Ja, ich habe 2 50k-Packs und 2 35k-Sets. Ach so, das ist noch von letztem Mal wahrscheinlich. Ah, schade. Genau. Ja, komm, ich nehme mal die Untauschbaren mit hier. Komm, nehmen wir mal die Untauschbaren mit. Ich habe genau das Gleiche. Also du hast jetzt auch 2 Megapacks und 2 50k-Packs, ne? Genau. Ja, perfekt. Gut, dann würde ich sagen... Sets hier. Aber ja, wir fangen mal erstmal an mit den 35k-Packs. 3, 2, 1. Let's go! Erstes Pack, Leute. Team of the Week Moment. Ansonsten gibt es ja keine Special Karten momentan, ne? Boah, meiner kommt gar nicht raus. Kommt raus? Nope. Ah, kein Walkout. Aber wer ist es denn? Mares, glaube ich, ja. Aregard Borja. Ach, hatte der doch diese eine Special Karte, glaube ich, da. Also der hatte einen Upgrade gehabt. Der Borja, der hatte diese Special Karte von Comatone Patagon, okay. Ja, Mares. Ja, wow, okay, das kann man mitarbeiten. Okay, Megapack Nummer 2. Let's go. Gönn. Bitte. Aha. Der kommt wieder nicht raus. Aha, der kommt raus. Der bleibt at home. Der kommt nicht raus. Brasilien ZMS. Rüdiger. Oh, Lukas. Ja. Boah, der ist nice. Mittlerweile... Das ist ein Safe nochmal 30k. Ja, Mann, ist 30k wert, auf jeden Fall. Der war damals richtig viel wert. Aber jetzt ist er noch 4k wert. Hast du das mitbekommen? Die ganzen Champions League-Karten sind mega viel wert, ne? Ja, habe ich mitbekommen, Leute. Hast du verkauft oder hast du überhaupt noch irgendwas? Ich hatte gar keine mehr gehabt. Aber nice, ich habe safe 400k oder so dadurch gemacht. Ja, korrekt. Ja, moin.
Da geht's jetzt weiter mit 50k-Pack. Let's go. Okay, 50k-Pack, 3, 2, 1, wir starten rein. Let's go. Komm raus. Bleib mit. Was? Bei mir, die machen gerade hier richtig diesen Lifestyle von wegen zu Hause. Ja, Bruder, du hast doch gerade deine Rede gehalten. Deshalb, die Packs sind genauso. Die bleiben auch zu Hause bei dir. Obwohl, eigentlich ist er rausgekommen. Also zumindest Kampel ist diese Champions League-Variante mit 83. Dann wäre er eigentlich. Bei mir kam da auch nicht raus, ey. Also jetzt haben wir noch 51k-Pack. Offiziell. Bist du bereit? 3. 2, 1, jetzt aber beide Walkout. Ah, jetzt muss er aber auf jeden Fall mal rauskommen. Jawohl. Jawohl. Kein Walkout. Mm-mm. Portugal. Brasil. Ah, linker William Verteidiger, das ist gut. Das ist Alex Telles. Danilo Pereira, Dinosaurierkopf. Mann. Nice to the meet you. Und Ramsey habe ich noch drin. So unterspannbar. Das war ein super Pack. Schon ein Gladbacher, den Raphael. Weg mit dem. Nice. Was? Bro, mein Alex Tejas, den habe ich sogar auch schon untrade. Das heißt, ich muss den jetzt abstoßen. Dann kommen wir jetzt zu Food Campione. Ja, Mann. Jetzt wird's nice, Leute. Jetzt erwarten euch geile Packs und hoffentlich auch geile Player-Picks. Also... Oh ja, stimmt. Die Player-Picks vergesse ich immer voll, ne? Ja, was hast du denn geholt? Elite 3. Perfekt. Okay, ich auch. Du auch, ne? Ja, wer wäre denn am beliebtesten für dich? Wen würdest du haben wollen? Oh, Walker wäre, glaube ich, nice. Bale oder Walker? Ansonsten alle relativ nicht so... Ja, stimmt. Ich habe ja der Licht Toti. Was soll ich mit dem der Licht Moment sein? Aber ja, bist du bereit? Zähl mal. Come on, ladies and gentlemen. Here we go again. 3, 2, 1. Ich habe gerade... Ey, go! Ohne Spaß. Kennst du das? Ich habe gerade geregnet. Wie, du hast gerade geregnet, Alter? Miranda, James. Aber ist das was Gutes? Miranda habe ich auch, aber ich habe Iniesta auch. James, Miranda, Iniesta habe ich auch, ja. Ich glaube, ich nehme Iniesta, weil James ist viel zu langsam. Miranda spielt irgendwo in einer ganz komischen... Obwohl Miranda oder Rahmen, ich nehme Iniesta, glaube ich. Ich nehme Iniesta, komm, Icon-Bonus, ja, aber da kommt eh bald in diese rote SBC. Genau, ich wollte gerade sagen, also im Endeffekt. Okay. Nächstes Player-Pick-Set hier, 3, 2, 1. Boah, scheiße, Alter, einfach Teller oben. Oh, Anauto. Ah, Lindegaard als ZM. Anautovic, Abubakar. Habe ich auch, Camagra. Ich nehme auf jeden Fall Anautovic. Ich nehme Lindegaard. Ich glaube, Lindegaard ist okay. Die spielen ja beide in der chinesischen Liga, kann das sein? Nee, Japan und so. China. Drittes und letztes, bitte. Gönn. Here we go. Let's go. Oh. Come on, Bale. Hast du Bale? No. Ich hab Kolasinac. Ja, Mann, Abubakar. Stimmt, Kolasinac. Schwach. Ja, war jetzt nicht das Gelbe vom The Egg. Die können wir eigentlich alle direkt reinballern und uns dann ein Upgrade holen. Hast du noch Sets da? Ich könnte, ja. Schauen wir da mal. 100k-Pack und Premium Team of the Week Momente Pack. Was ein Name, ne? Premium Team of the Week Momente Pack. Steht da Momente? Momente. Nicht Moments. Ja. Momente hört sich in die Kacke an. Momente. Ja, weil es Deutsch ist. Uno Momente, bitte. Deutsches war das wäre. Okay, komm. 100k-Pack. 3, 2, 1. Let's go. Ey, jetzt musst du mal jetzt aber. Ich hab das Gefühl, da kommt was. Come on. Aha. Walkout? Ja, Walkout. Brasilien. Frankreich. Oh no, Coutinho! Oh, Hugo Lloris! Ey, Neymar wäre so geil gewesen jetzt! Oh, der wäre sogar tradable bei dir, ne? Ja! Oha, ey! Oh, das ist ja das zweite Mal gewesen in den Rewards. Lloris, Hernandez, Campbell in Blau. Ja, stabil, Alter. Was ist denn Lloris denn noch wert? 35k, 30k? Okay. Hernandez auch nochmal 6. Kann ich alles abstoßen. Okay, das Pack war in Ordnung. Kann man mitarbeiten. Digga, oh, Mann, ärgere mich das gerade. Okay, dann sind wir jetzt beim Premium Team of the Week. Moment. Einfach Dreier-Set und dann kommt der Elber. Ach, komm, Alter. Was laber ich denn da, ey? Okay, komm, okay. Gib Walkout. Team of the Week Momente. 3, 2, 1, boom. Jetzt gib mir doch meine Momente. Was? Gib Bale. Warte mal. Kann man dir gerade eine Animation? Nee. Hä? Was zur Hölle war das denn? Ich warte gerade voll auf die Animation, auf einmal sind die schon da. Auf einmal plopp. Auf einmal nur Scheiße. Was hast du? Miranda. Ich hab Arnautovic, Wright Phillips und McNulty. Ich hab auch Wright Phillips und Oviedo. Hä, wo war denn jetzt die Animation? Keine Ahnung, die gab's einfach nicht. Ja, geil, Bro. 17k wert. Boah. Wright Phillips, ja. Abstoß. Abstoßen, Wright Phillips. Oviedo auch abstoßen. Miranda kommt. Komm, lass mal die Upgrade-Dings machen, oder? Ja, komm. Mach mal Upgrade. Komm. So, wir haben uns gedacht, wir packen nochmal alle 11 roten Spieler, die wir haben, in eine SBC, damit wir ein 86er Upgrade bekommen, Leute. Vielleicht gibt's da nochmal was Schönes zum Schluss. Team, send mal ab. Bei mir waren eh keine guten Karten dabei. War bei dir irgendwas Krasses drin? Ja, ich musste meinen Stintel leider abgeben. Ansonsten war auch nichts so Krasses dabei.
Okay. Das passt schon. Oh, okay. 86 plus, ne? Bei dir damals Mbappé, das war krass. Ja. Aber danach nur scheiße. Ich sehe schon, komm, 88, 89, Navas und, und. Okay. Okay, sag an. 3, 2, 1, boom! Go, come on! Luis Alberto, Thiago Silva, Zapata. Oh, ich habe auch Zapata, Onana und Saul, 386er. Hat sich ja richtig krass gelohnt. Ey, Saul also, habe ich, glaube ich, gerade sogar noch abgegeben, ne? Jetzt habe ich den wiederbekommen. Das ist immer das Geilste. Luis Alberto habe ich die 90er-Karte, Zapata ist ja komplett Müll, ich nehme Thiago Silva mit. Hat sich gelohnt, Tüte. Was zur Hölle ist das denn, Mann? Was soll das denn? Oh, ey, nee, jetzt mach doch nicht wieder auf Trübsal blasen. Du kannst gleich mal bei mir da unten was blasen. Okay, ja, Leute. Freunde, das war's dann von den Rewards. Schreibt mal rein, habt ihr einen geilen Moments gezogen oder kam bei euch die Animation? Also das war immer der Fail des Tages heute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, war's das soweit von diesem Video? Ja, Mann, stay at home, Leute. Ihr wisst Bescheid, ne? Und damit würde ich sagen, wir verabschieden uns. Lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Haut rein, Leute. Tschö. Bye, bye.